dass wir eine kleine Auszeit nehmen, damit wir auch die Chance haben, das, was wir angeschaut haben. Bei Vorsicht. Zu fragen. finno@r.de oder 0800. Aber. Terminologie ist sein Katholizismus. Sie betreten das Gebiet Randel. Betreten auf eigene Gefahr. Da sind wir wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hoffentlich hatten Sie eine gute Woche. Es ist schon wieder einiges passiert und ich glaube, Sie würden gerne wissen, wie die seltsame Begegnung vor dem Tunneleingang letzte Woche ausgegangen ist. Natürlich werde ich Sie darüber informieren. Es ist schließlich mein Job. Doch zunächst würde ich gerne mit Ihnen einige Gedanken teilen, die mich seit einer Weile beschäftigen. In letzter Zeit denke ich oftmals darüber nach, was mir der Trainer der Dynamo Randower Arkaden, Peter, einmal nach einer besonders heftigen Niederlage erzählt hat. Er hat mir erzählt, dass es irgendwo in Amerika ein Labor gibt. Wo genau, weiß er nicht. Und in diesem Labor wird eine Probe aus einem Tumor aufbewahrt. Der Patient, in dessen Körper der Tumor wuchs, ist längst verstorben. Doch der Tumor lebt und gedeiht. Seit mehr als 60 Jahren. Und er wird auch nicht sterben, denn die Zellen dieses Tumors sind unsterblich. Kriege, Börsenstürze, Naturkatastrophen werden kommen und gehen. Der Tumor wird wachsen. Die ganze Menschheit mag eines Tages von der Erdoberfläche verschwinden. Der Tumor wird wachsen. Und irgendwann, sagt Herr Peter, ist es denkbar, dass der Tumor eine Art Bewusstsein entwickeln wird. Herr Peter stellt sich das Bewusstsein des Tumors wie eine Korallenkolonie vor, also wie ein Konzert unzähliger Bewusstsein. Und da werden einige jüngere Zellen, die gerade dazugekommen sind, sich bei den älteren Zellen erkundigen. Woher kommen wir? Und die älteren Zellen, die noch im Körper des Patienten nisteten, werden sagen, von Herrn so und so. Und die jüngeren Zellen werden fragen, wer ist Herr so und so? Und die Alten, er ist Gott. Und die Jungen, und wo ist er jetzt? Er ist tot. Herr Peter sagt, dieser Gedanke verleiht ihm immer eine tiefe innere Ruhe. So war es möglicherweise auch am vergangenen Samstag, als der Dynamo Randower Arkaden, zuvor Randower Krabbenspinn, das erste Spiel der Saison ausgetragen hat. Falls Sie um das Ergebnis fiebern, naja, sagen wir, es war ein positives Ergebnis. Zumindest in einem, sagen wir, existenziellen Sinn. Zuschauer wurden nicht zugelassen, deshalb muss ich meinen Bericht auf Herrn Peters Aussagen basieren. Der Dynamo betrat das Spielfeld, das der neue Inhaber, der Investor Uli Ferz, im Innenhof des Einkaufszentrums Randower Arkaden bauen ließ. Es war ein besonderer Anblick. 11 Männer, alle Flüchtlinge, wie ich wiederholt angedeutet habe, standen in der einen Spielfeldhälfte und warteten auf ihre Gegner. Um sie herum erhoben sich auf allen Seiten 50 Meter hohe, fensterlose, anthrazitfarbene Mauern. Der Himmel war ein blaues Rechteck, irgendwo da oben. Es ist wahrscheinlich nicht nötig zu sagen, dass es diesen psychisch verwundeten Jungs, die in vielen Fällen Haft und Folter hinter sich hatten, offensichtlich nicht gut ging. Niemand wusste, gegen wen sie antreten würden. Uli Ferz hatte ihnen nur versichert, dass ein Spiel stattfinden würde. Peter, der Trainer, schaute mit einem skeptischen Blick zur Tür hin, aus der die gegnerische Mannschaft auftauchen sollte. Es wurde spät.
Einige Spieler hatten sich bereits auf dem künstlichen Rasen hingesetzt. Doch irgendwann blickten plötzlich alle mit angespannter Miene zur anderen Spielfeldhälfte hin. Es dauerte etwa 10 Sekunden. Dann sagten mehrere Spieler zusammen, einige heulten laut. Andere wimmerten leise vor sich hin. Dann zogen die Spieler langsam in einer Reihe vom Feld ab. Keiner der Spieler wollte wirklich darüber sprechen, was auf dem Feld geschehen war. Nur Nadir Al-Hazred, der Freund von unserem lokalen Rechtspopulisten Frank Wollspinner, lieferte dem Trainer einen ziemlich konfusen Bericht über das Geschehen. Er sagte, er habe auf einmal gesehen, wie seine Verwandten, die er in der Heimat zurückgelassen hatte, durch die Tür marschierten. Dabei war auch sein Vater Abdul, der am Tag des Ereignisses in der Stadt geblieben ist. Schweigend hatten sie sich vor ihn gestellt und ihn vorwurfsvoll angestarrt. Nach kurzer Zeit war er zusammengebrochen. Naja, gegen solche Gegner hilft auch nicht das 4-3-3. Gegen bestimmte Dämonen haben wir allgemein wenig Chancen. Nehmen Sie zum Beispiel unsere Freundin Miriam. Wissen Sie noch, sie hat ihre Tochter und ihren Mann im Zuge des Ereignisses verloren und pflegt seitdem die Zeit in einem leerstehenden Büro zu verbringen. Eines Tages hat sie eine ältere Dame getroffen, die mit einem blauen Plastikeimer durch die Gegend wandert. Die zwei Frauen sind inzwischen gut befreundet, wie Miriams jüngste RB-Nachricht bestätigt. Hören wir mal rein. Ja, hallo, ich bin es, Miriam. Wisst ihr noch? Ich hatte euch doch wegen Claudia angerufen. Ach, egal. Ich wollte nur etwas erzählen, was mir vor kurzem zugestoßen ist. Wie ihr wisst, habe ich vor einigen Wochen eine Frau kennengelernt. Liuba, so heißt sie, lebt in einer Messi-Wohnung in einem alten Plattenbau. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe angefangen, sie regelmäßig zu besuchen. Irgendwie fühle ich mich in ihrer Anwesenheit ruhiger und entspannter. Sicher ist es besser als im Büro. Ich habe mich sogar an die komische Seifenoper gewöhnt, die bei Liuba ständig im Hintergrund läuft. Also diese sonderbare Version von der Erfolgsserie »Liebe in der Tiefe«. Selbst die Tatsache, dass die Schauspieler immer wieder verstummen, wenn Liuba den Raum verlässt, stört mich kaum. Langsam fange ich an zu denken, dass die Schauspieler überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was sie spielen haben. Es sieht so aus, als wären sie alle in einem Raum eingesperrt und hätten nichts Besseres zu tun, als ihre Rolle zu spielen. Im Übrigen ist jetzt in der Soap ein ganz merkwürdiger Typ hin und wieder zu sehen. Er trägt eine Lederjacke und keine Uniform wie die anderen. In der Regel kann man ihn im Hintergrund sehen, wie er durch die Szene flaniert und hin und wieder ein Foto knipst. Egal, ich wollte euch etwas anderes erzählen. Ich habe schon mal erwähnt, dass Liuba immer einen blauen Plastikeimer bei sich hat, in den ich keinen Blick werfen darf. Ich sehe oft, wie sie den Eimer nimmt und damit durch eine kleine Tür in ihrem Apartment verschwindet. Ich habe sie nie gefragt, was sie genau macht, doch gestern konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Ich sehe also, wie sie den Eimer nimmt und durch die Tür geht. Ich warte ein wenig, dann folge ich ihr. Ich betrete einen engen Gang, in dessen Ende ein bläuliches Licht zu sehen ist. Ich laufe weiter bis zu einem kleinen Raum. Hier, im matten Schimmer einer Lichterkette, sehe ich mehrere transluzente Körper, die wie in der Luft schweben. Etwa ein Dutzend Quallen, die in großen Wassertanks schwimmen. Ihre Schirme pulsieren. Ihre Tentakel ziehen sich zusammen und dehnen sich, wie in Zeitlupe. Sie haben weiße Schirme, meterlange lila Tentakel, übersät von runden Nesselknospen. Über die Tentakel tanzen abertausende kleine Luftbläschen. Dann höre ich das Schwappen von Wasser. Liuba lässt sich gerade vom Rand eines Tanks ins Wasser gleiten. Sie ist splitternackt. Wo ihre Brüste sein sollten, sind zwei sichelförmige Narben. Ihre Haare puffen in dem Wasser auf wie ein Tintenfleck. Jetzt kommen die Quallen, schlingen ihre Tentakel um die Frau und umschließen sie wie Efeublätter einen Baumstamm. Sie zuckt leicht. Dennoch lässt sie sich umarmen.
Plötzlich überkommt mich Angst und ich gehe schnell zurück ins Wohnzimmer. Liuba kommt nach einer Weile durch die kleine Tür. Sie setzt sich neben mich und schaut zum Fernseher hin, wo gerade Schwester Cecilia einen verletzten Matrosen lustlos bandagiert. Seit etwa 20 Minuten. Liuba nippt an ihrem Tee und sagt dann: Ich war mal Meeresbiologin, vor vielen Jahren. Ich warte auf die Fortsetzung, doch nichts weiteres kommt. Schwester Cecilia bandagiert weiter. Der Matrose sieht jetzt wie eine Mumie aus. Wisst ihr, ich denke oftmals an meine Tochter, auch an meinen Mann. Ich frage mich, ob sie noch leben und wenn, ob es ihnen gut geht. Ob Luise ohne die Mama Angst hat. Ob ich sie wiedersehen werde. Ob mein Mann dort, wo er gerade ist, eine neue Frau gefunden hat. Und ich frage mich sehr oft, warum ich hier bin. Ich meine, hier in Rando. Warum bin ich nicht einfach durch den Wald zu meiner Tochter gegangen? In 15 Monaten hätte ich das 1000 Mal machen können. Doch ich blieb lieber in meinem alten Büro. Warum? Ich stehe oftmals vor dem Grenzzaun am Waldrand. Ich schaue durch den Stacheldraht zum Wald hin, betrachte jeden Ast, jedes Blatt, jeden Moosfleck. Es ist alles da. Es ist alles so real. Doch etwas in mir weigert sich, es wahrzunehmen. Als ob das alles nur eine Wandmalerei wäre, eine Illusion. Ich stehe dort oftmals, bis es dunkel wird. Dann starre ich weiter in den dunklen Wald hinein, bis die Bäume zu einer schwarzen Wand verschmelzen. Dann weiß ich, das ist das, der Grund, warum ich nicht einfach rüberklettere. Das Sperrgebiet ist nichts anderes als ein dunkler Spiegel. Wir können es nicht vermeiden. Wieder und wieder verirrt sich unser Blick in seine Tiefe. Und da sehen wir uns selbst und empfinden nichts anderes als Ekel. Das sollte genügen. Tschüss. The blind woman that knew her beauty, not in a cocky sense, knew exactly what we were, evident and all in prayer. We still got more than you could ever say. It's all psychology in my apartment. How many other destinations do we make? Permanent structures along the way. Anmerkungen? Kommentare? Nein? Ich glaube, ich brauche einen Drink. Ach übrigens, unserem Praktikanten geht es gut. Und das Mädchen, das letzte Woche aus dem Tunnel kam, ist einfach vor dem Tunneleingang zusammengesackt und wird derzeit von den Menschen in den orangenen Anzügen in Gewahrsam gehalten. Sie soll übrigens im Koma liegen. Tja, gute Nacht, Rando. Gute Nacht.
Sie hörten Rando, eine Produktion Creative Commons, geschrieben von Abdul Al-Hasret, Lukas Negroni und Fabio Gelli. Musik von Wladimir Sterzer. Der heutige Song war War von Yaw. Schreiben Sie uns radiorando@gmail.com.